Einmal ein bisschen was verpeilt und du wirst es nicht mehr los. So sei es. Ich wollte eigentlich nur auf die Wunschliste setzen. Yeah. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode, heute die 18. hier auf dem Kanal. Und es geht weiter, wir sind am Transfer Deadline Day, wir brauchen noch einen Rechtsverteidiger. Und jetzt ist die große Frage, holen wir noch einen und wenn ja, wen holen wir? Wir schauen uns aber zunächst einmal an, wie das Ganze heute laufen wird. Wir haben zunächst einmal den gerade besagten Transfer Deadline Day. Dann geht es mit der Kategorie gegen Wales und gegen Nordirland in der Bundesliga, gegen Hertha BSC Berlin. Und dann, das haben wir letzte Episode noch nicht so, gegen Saitien, unser erstes Spiel in der Euroleague, was ich auch spielen werde. Gegen Frankfurt, Gladbach werde ich ebenfalls spielen, Darmstadt und Celtic. Alles in dieser Episode. Und Celtic werde ich übrigens nicht spielen, muss ich nochmal dazu gesagt haben. Wird auf jeden Fall richtig heftig, aber natürlich ist das nicht alles, weil guckt mal den nächsten Monat an, der ist fast noch voller. Richtig krass. Naja, wie auch immer, Wetter gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären richtig nice, würde ich mich richtig überfreuen, tierisch überfreuen. Und ja, ich muss nochmal kurz was ansprechen und zwar zunächst einmal Videobeschreibung, Instagram, Twitter, Facebook auschecken, IG Vault vorbeischauen, Rabattcode MaxGamingTV, gebt ihr 6% auf eure Bestellung. Mir wurde gesagt hier, also mal wieder, ne, wir kennen das ja. Max, hör auf mit den roten Kreisen. Es ist doch vollkommen scheißegal, wie ich rote Kreise mache, oder? Wen juckt's? Wen juckt's? Was ändert's am Video? Ganz ehrlich, was ändert's am Video? Ändere ich mich im Video? Nein. Mache ich irgendwas im Video anders? Nein. Verstelle ich mich? Nein. Beleidige ich irgendwen? Nein. Greife ich irgendwen damit persönlich an? Nein. Es ist vollkommen ohne sich darüber aufzuregen. Ich mache sowieso weiter. Ja? Von daher, lass doch einfach sein. Guck das Video. Freu dich darüber, dass du jeden Tag so viel bekommst. Und genieß einfach den Karrieremodus und reg dir niemand Thumbnail auf. Mir hat es geholfen. Überleg mal. 8000 Abonnenten innerhalb von 4 Wochen. Davor 8000 Abonnenten innerhalb von einem Jahr. Merkst du selber, glaube ich. Ne? Passend dazu kann ich mich nochmal bei jedem von euch bedanken für die aktuelle Entwicklung. Richtig, richtig nice. Es macht mir unglaublich Spaß, Videos zu machen. Und wir haben ja jetzt hier meine Reaktion gehabt zum Trailer von EA, von The Journey und zum Gameplay-Trailer, dem ersten. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Mittlerweile habe ich sogar schon einen Plan, wie ich das Ganze machen möchte. Es werden insgesamt 2 Karrieren kommen und einmal The Journey. Ich habe da richtig hart Bock drauf. Natürlich werdet ihr genauso über den Transfers mitentscheiden können. Und jetzt sind wir am Transfer Deadline Day und werden versuchen, noch ein paar Spieler zu bekommen. Neapel möchte 17,5 Millionen für, wie heißt er mit Vornamen? El Zeyd Hüjay, aber da bieten wir mal 10 Millionen zusammen mit Ginter. Mal sehen, ob sie das eventuell annehmen. Wir haben ja auch Ginter der Hertha angeboten, aber ob die sagt, ja, für Kollege Weiser, ist natürlich auch die große Frage. Ja, Bilbao hat abgelehnt, aber ihr sowieso auch, von daher passt das ja. Ja, Southampton möchte Volland haben, aber nee, der kann sich echt noch gut entwickeln, deswegen nein. Und ja, nein heißt bei mir einfach nur ein höheres Angebot im Endeffekt. Wir bieten 5 Millionen für Weiser, weil sie Ginter nicht haben möchten. Und ich habe gute Nachrichten, denn Neapel hätte akzeptiert. Wir wären Ginter los. Wir werden das Vertragsangebot raushauen. Mal sehen, wie er mit der Rotationsspielerrolle klarkommen würde. Aber an sich auf jeden Fall ein cooler Transfer. Weiser scheint aber bei euch im Vorlauf zu stehen, beziehungsweise im Vorschusslorbeeren zu haben. Weil in der Twitter-Abstimmung sieht das momentan recht eindeutig aus. Bitte was? Southampton sagt ja. Ich habe erwartet, dass Hüser sich mal meldet oder dass endlich mal Hertha was sagt, aber Southampton möchte Kevin Volland für 51 Millionen kaufen. Was? Das kann nicht deren Ernst sein. Wir kriegen keine Antwort. Jetzt, 2 Stunden vor Ende, wenn Weiser nicht direkt annimmt, was er machen könnte, dann müssen wir Hüser nehmen, weil dann sonst, also, what the fuck? Warum braucht Berlin so lange, um zu sagen, ja, ist in Ordnung? Ja, komm, wir bieten ihm wichtiger Stammspieler an. Am Ende wird er sagen, ich glaube nicht, dass wir ihm eine Rolle geben werden. Ich sehe es schon kommen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert wirklich nicht. Es funktioniert wirklich nicht und wir kriegen auch Volland nicht verkauft. Wir kriegen Volland nicht verkauft. Aber ho. Nee, auch Honig. Auch Honig, weil wir 1 Stunde vor Schluss sind. Das ist das beschissenste Ende überhaupt. Aber wir müssen Hüjay annehmen.
weil sonst haben wir keinen Rechtsverteidiger. Was für eine Entwicklung, ihr habt gesagt, Weiser. Ich hätte Weiser geholt, aber es geht nicht. Wir sind eine Stunde vor Schluss. Die Frist ist abgelaufen, Volland bleibt, Weiser geht nicht zu uns, also bleibt im gewissen Sinne auch. Was noch? Hüschei kommt, Ginter geht und Park Joho geht auch nicht, obwohl wir so ein schönes Angebot hatten. Letzte Frist abgelaufen, 196 Millionen. Theoretisch hätten wir da nochmal 50 draufpacken können. Das ist sowas von bitter, ich kann das gar nicht glauben. Das ist unsere Aufstellung für das Spiel gegen Wales. Ich denke mal, nichts sonderlich Überraschendes. Die spielen mit Fünferkette und wir spielen auswärts. Das heißt, sehr gute Ausgangsposition an sich für die Waliser mit Bell vorne drin, die auch bei EM einen guten Start auf jeden Fall erwischt haben. Gelbe Karte und ich wollte gerade sagen, Tschechien führt gegen Frankreich, das geht natürlich so nicht. Gelbe ist auch für Turan und bisher noch nichts passiert. Also anscheinend scheinen beide Mannschaften absolut keinen Bock zu haben. Jetzt kommt Sahin für Topal, Bradshaw für Vokes und Bradshaw macht das 1:0. Kaum ist der drin, macht er den Führungstreffer. 10 Minuten und Tufan, eingewechselt für Erkin, macht den Ausgleich. Okay, wir spielen immerhin 1:1, während Frankreich Tschechien doch noch 3:1 besiegt. Durch einen Doppelpack von Paul. Gleiche Elf, anderer Gegner aber auch aus der Richtung. Auch mit der gleichen Aufstellung, zuletzt 1:1 gegen Russland. Aber Çalhanoğlu ist nach einer Minute direkt mal da, macht das 1:0 für uns. Sehr schön. Bruce kriegt die gelbe Karte, aber das kann uns ja ehrlich gesagt relativ egal sein. Auch Nordirland hat ja einen relativ guten EM-Start gehabt. Gegen Polen zwar nicht gepunktet, aber definitiv nicht schlecht gespielt. Yilmaz Töre mit dem 2:0. Ja, kurz nach der Pause, also sehr, sehr guter Vorsprung. Çalhanoğlu macht den Doppelpack. Bruce kriegt gelb-rot. Wir sind also in Überzahl. Grigg verschießt noch einen Elfmeter. Besser kann das Spiel für uns eigentlich gar nicht laufen. Und doch, weil Erkin nämlich gelb bekommt. Aber ansonsten echt super. So, Freunde, jetzt müssen wir Volland aber auch trainieren, wenn der schon solche Summen aufruft hier mit seiner bisher Leistung und jetzt sogar A im Training. Also das ist natürlich herrlich. Özyakup steht kurz vor der 83. Das ist auch Hashtag herrlich. Unser Kader ist mittlerweile übrigens kaum riesig. Also irgendwie interessiert sich kein Mensch für unsere Spieler, was ein bisschen traurig ist. Aber wir haben jetzt, ja, auf jeden Fall gut was dabei, wenn man mal so guckt. Naray wurde übrigens, nicht verkauft. Moore wurde nicht verliehen, aber er ist immerhin da. Gior wurde nicht verkauft. Bandowski, Park Joho, Paslak, Pulisic. Auch Perlei oder so, gar kein Interesse. Verstehe ich nicht, aber naja, schade eigentlich. Die Hälfte, mit der wir spielen, habt ihr gerade gesehen. Gegen Hertha bisher noch kein einziger Punktverlust in der Liga. Ich glaube, noch kein Gegentor. Soll natürlich heute so bleiben. Die haben zuletzt Niederlage, Unentschieden und Sieg gespielt. Also alles mal dabei. Mustafi kriegt nach einer Minute die gelbe Karte. Der WM-Held von gestern, der das 1:0 für die deutsche Hälfte gemacht hat. Also für mich ist es gestern, für euch müsste es schon ein bisschen länger her sein. Eventuell haben wir sogar schon das zweite Gruppenspiel gehabt. Vielleicht hat er wieder getroffen. Naja, hier trifft er auch, aber nur ein Gegner. Gelb-rote Karte, nicht schön. Zumal er eigentlich ganz gut in Form war und jetzt sind wir in Unterzahl und Lukaku macht das 1:0. Perfekt, dann sind wir auch endlich mal in Unterzahl und gewinnen ein Spiel, also hoffentlich gewinnen wir. Wir gewinnen tatsächlich, wunderbar. Hertha kann die Überzahl nicht nutzen, was gibt's noch so? Nichts sonderlich Berauschendes. Oh, Schalke, 4:1. So, Freunde, und jetzt kommt nämlich unser Rotationswettbewerb und zwar die Euroleague. Wir haben erstmal zwei Upgrades, natürlich bei Reece Oxford, der geht auf 75 und bei Özyakup, der geht auf 83, wie gerade angekündigt. Und wieder ein Abay Horn, der hat richtig Bock. So, dann würde ich mal sagen, auf wie geht's sie? Gegen Saitien, erstes Spiel in der Euroleague. Ach Quatsch, Euroleague, Champions League, was rede ich von Euroleague? In unserer Kurve ist auch noch Celtic und Chelsea, das haben wir noch nicht gesehen. Ja, natürlich krass. Sokrates kann sich bei Arsenal nicht richtig einleben. Das ist für uns irgendwie positiv, weil wir ihn ja sowieso abgegeben haben, weil er halt nicht gut in Form war. Bisher Top-Torjäger von Persie, erstes Spiel 3 Tore, genauso auch wie Tosic und Feghouli. Das heißt, ja, im Endeffekt müssen wir aufholen. Ab geht's! Gut, die Champions League ist im Vergleich zur Euroleague natürlich schon irgendwie, ein bisschen ernst zu nehmen, beziehungsweise sollte man ernster nehmen. Allerdings werden wir immer komplett anti-Mainstream wie immer sein und einfach nach dem Motto Hashtag herrlich mal die Spieler spielen lassen, die vielleicht normalerweise nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Gerade gegen Celtic und gegen Saitien sollten wir uns auch das erlauben können, weil die Ratings trotzdem haben und wir schauen uns einfach mal, wer spielt. Unser Riesenkader bewirkt, dass wir auf allen möglichen Positionen wechseln und trotzdem immer noch Spieler wie Çalhanoğlu oder Kagawa oder Dahoud auf der Bank haben. Horn, Oxford, Toprak zusammen mit Hüjay, Durm, Bender, Rode, Paslak, Ben Yedder, Sharavi und Volland. Warum Toprak? Ich hätte Bender nicht in den Innenverteidigung gestellt und Çalhanoğlu spielen lassen. Aber hab mich dagegen entschieden, weil, Bei Saitien spielen Ruffier, Theophile Catherine, Salperin, Asuekoto, Clément, habe ich da gerade schon gesehen. Dann noch Salnin, Bonnet Paquet, Cornier, Amouma und Beric. Kennt man eigentlich alle, wenn man Saitien kennt. Der Anpfiff für die Champions League ist erfolgt und wir holen uns jetzt die ersten 3 Punkte. Vamonos! Hüjay erste Ballkontakte für den BVB und der Ball in den Lauf von Felix Paslak gegen Asuekoto setzt sich da durch, macht das richtig stark und wird dann doch abgedrängt. Kein Abseits von Beric, die erste Chance. Überrascht mich, dass er da nicht im Abseits stand.
wie der Pass lag. Die Flanke auf Ben Yedda, und der kennt ja die französische Liga. Übrigens, habe gerade überlegt, eventuell wäre es sogar klüger, in der Liga zu rotieren. Zumindest bei den schweren Spielen in der Champions League. Boah, stark gemacht von Paslak. Aber jetzt ist Rode natürlich in einer ganz, ganz blöden Position. Hätte man besser ausspielen können. Ich wollte aber auch einen Rückraum spielen, ehrlich gesagt, und nicht dahin. Paslak in den Lauf von Wissam. Ben Yedda, der scheitert. Bender kommt nicht dran, sondern macht er die Flugente. Aber wir kommen dem 1:0 definitiv näher. In dieser Halbzeit ist es nicht passiert, in der zweiten Halbzeit muss es passieren. Wir wollen in Führung gehen, aber dazu brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Abschlusssituationen. Rode auf Volland, der hat einen guten linken abgefälscht. Also bisher ist von Volland leider noch gar nichts zu sehen. Oh, der auffälligste ist Paslak, und der wird hier gefoult von Beric, war es, glaube ich. Gute Freischussposition. Und dazu der passende Zeitpunkt für einen Wechsel. Toprak geht raus, Çalhanoğlu kommt rein, Bender Innenverteidigung und Hakan mit dem Freistoß. 34 Meter für Hakan. Läuft das unter Nahdistanz? Schöner Kommentar früher mal beim Spiel Hannover gegen Schalke zu Christian Panda. Und auch der war nicht schlecht. Çalhanoğlu aus dem Rückraum. Ja, direkt Gefahr mit dem Türken. Doppelpass mit Bender. Der hat eine schlechte Position. Bender, und Rufier ist da. Ja, ist ein bisschen zu weit nach vorne gekommen. Schade. Der eingewechselte Shinji Kagawa, jetzt auf den eingewechselten Mo Dahoud, oh mein Gott. Ja, hätte ich noch einen Schritt laufen können, ich habe gedacht, ich werde da gestellt, aber leider wurde ich das nicht. Ah, doof. Oh, jetzt Hüscher ist Einsatz da. Ich wollte gerade sagen, von dem hat man nicht viel gesehen, aber er hat auch nicht viel zu tun, das muss man ihm zugute halten. Und jetzt die Kontergelegenheit, was heißt Konter? Die stehen halt hinten, aber Sharawi macht das da gut. Mit dem Richtungswechsel, ja, kommt nicht in den Pass nach vorne, die stehen halt hinten einfach wirklich drin. Çalhanoğlu und Kagawa, die Latte rettet. El Sharawi mit der Flanke, Çalhanoğlu kommt nicht ran. Hüjay mit dem Volley, nochmal die Chance. Nochmal Hüjay mit links, nochmal abgewehrt. Jetzt ist Druck, jetzt ist Party und jetzt ist geklärt. Nein, zweiter Pfosten, 1:0. Saint-Étienne geht in Führung. Die erste Gelegenheit nach dem Schuss von Beric nach 3 Minuten und der Kopfballtreffer von ich weiß nicht wem. Konier wahrscheinlich. Ah, da gehe ich außen nicht genug drauf, weil ich nicht denke, dass die Flanke kommt, und sie kommt einfach perfekt. In der Mitte kommt irgendwer nicht richtig mit. Oh, der Kopfball ist halt gut. Scheiße. Okay, alles nach vorne. Kagawa um alle rum wie Slalomstangen und dann, ja, ganz schwacher Abschluss mit links. Keine Bewegung ist hier drin. Das geht mir richtig auf die Nüsse. Bewegt euch doch mal. Stellt die doch mal zu, Mensch. Oh, und jetzt spielen die hier wieder Tiki-Taka, was halt auf Legende unglaublich schwer zu unterbinden ist. Ach nee, 4 Minuten Nachspielzeit. Wir brauchen den Ball, und zwar schnell. Jetzt haben wir ihn. Und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Wir verlieren das erste Champions League-Spiel gegen Saint-Étienne mit 1:0 durch einen späten Kopfball von Konier. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Die Chancen nicht genutzt. So dumm teilweise vergeben wie die von Dahoud. Und dann kommt dieser eine Scheiß-Kopfball. Und wir müssen gegen Chelsea gewinnen, okay? Wir haben noch 5 Spiele in der Gruppe, aber das ist der denkbar schlechteste Start. Ganz, ganz bitter. Sorry an alle Fans, die erwartet haben, dass ich gewinne. Ich habe es auch nicht erwartet. Celtic verliert gegen Chelsea mit 1:2. Ja, gut, immerhin da ist es wie erwartet. Es ist mittlerweile einen Tag später. Ich bin ja in Realität also jetzt mittlerweile gealtert und habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen im Karrieremodus. Aber es geht weiter. Marco Reus möchte gerne spielen gegen Frankfurt. Und ich würde sagen, wir spielen ja auswärts, simulieren das ja. Deswegen mache ich mal eben die Aufstellung fertig. So wollen wir spielen gegen Frankfurt. Horn, Batra, Dragovic, Piszczek zusammen mit Rodriguez, Castro, Özyakub. Vorne Ben Yedda, Dembele, Lukaku und Reus. Çalhanoğlu aufgrund seiner Formschwäche nicht auf der 10. Und Ben Yedda aufgrund seiner Formstärke auf der 10. Dann wollen wir mal gegen die Frankfurter. Bisher in der Liga ungeschlagen, aber Frankfurt spielt anscheinend auch international. Hat zuletzt gegen Mainz verloren und gegen Alsund unentschieden gespielt. Und nach 15 Minuten haben wir bisher nur eine gelbe Karte. Und zwar für Dragovic. Ich gucke auf die anderen Spiele. Hoffenheim führt gegen Leipzig, die aufgestiegen sind. Stuttgart führt. Wolfsburg gegen Köln 1:1. Bayern führt durch Costa. Gladbach, Mainz 1:1. Und Gajinovic macht das 1:0. Für die Eintracht. Unser erstes Gegentor die Saison, und wir müssen langsam mal ausgleichen. Aber El Sharawi eingewechselt für Reus, der ja spielen wollte, übernimmt das. Und somit holen wir immerhin einen Punkt. Gewinnen nicht, und das ist sehr, sehr traurig, denn das ist unsere erste nicht gewonnene Partie. Aber immerhin, sage ich mal, warum wurde eigentlich
Nee, ich dachte Radetzky wäre eingewechselt worden. Aber immerhin verlieren wir nicht. Es war außerdem Stefan El-Sharawis erstes Tor für uns und deswegen stehen wir momentan auch auf der Tabellenplatz 1 mit einem Gegentor und 13 Punkten. Übrigens gerade mehr als eine Herausforderung, weil da läuft nebenbei gerade Österreich gegen Ungarn. Wir sind allerdings in der Halbzeit und da ist noch nichts passiert. Mal sehen, was noch kommen wird. Die Ergebnisse sind, naja, nicht so nice. Und damit geht's in die zweite gespielte Partie dieser Episode gegen Borussia Mönchengladbach. Die andere Borussia ist heute zu Gast im Signal Iduna Park, sind momentan nur Elfter, deswegen nicht mal unter den Top 7, wie wir hier logischerweise dann sehen können. Bayern ist übrigens momentan nur Tabellensechster, was wir uns natürlich schön haben, aber ja, noch genauso viele Spiele wie wir. Das heißt, die können uns theoretisch noch von den Punkten auf die Pelle rücken, zumindest auf 12 rankommen, wenn wir verlieren. Aber wir wollen natürlich gewinnen, gerade zu Hause auf jeden Fall eine, denke ich mal, vermöglichbare, jawohl, war nicht Zinsen Aufgabe und ich würde sagen, deswegen springen wir da jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie gegen die Borussia. So, das Summer. Uff, es regnet und zwar aus Strömen. An diesem Abend im Herbst sind wir mittlerweile angelangt. Das ist natürlich nicht so ideal, aber wir werden das schon packen. Meine Aufnahme macht mir gerade ein bisschen Sorgen, aber naja, was soll's. Horn, Piszczek, Dragovic, Mustafi, Rodriguez, Gonzalo Castro, Özyakub, Volland, Çalhanoğlu, Reus und Romelu Lukaku soll es heute für uns richten. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme läuft. Ein bisschen unkonstant irgendwie. Bei Gladbach, Sommer, Stranzl, Janschke, Maximovic, den sie sich geholt haben von Turin, Hermann, Elvedi, also Fünferkette mehr oder weniger zumindest. Nein, Elvedi und Brandenburger spielen nämlich auf der 6. Okay, Seca dann noch mit Johnson, Hermann und vorne Raphael und Stindl, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Zwei sehr junge Sechser. Das könnte für uns natürlich ein Weg sein. Oder wir gehen über die Außen mit Kevin Volland und der wird nicht richtig angegriffen. Volland 1:0! 2 Minuten drin, der Führungstreffer für unseren BVB durch Kevin The Power Volland. Setzt sich da draußen durch gegen Maximovic, dachte, er hätte den Ball schon verloren, allerdings hat er den wunderbar bei sich gehalten und macht dann hier das 1:0. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung, setzt sich da irgendwie durch und keiner greift ihn richtig an. Und dann ist der Abschluss einfach da, Sommer hat keine Gelegenheit, diesen Ball zu halten. Und es steht ganz, ganz früh, okay, hätte er halten können, 1:0, perfekt. Also wirklich ein sehr, sehr guter Start für uns, besser hätte gar nicht laufen können. Andere Seite, Stindl und Timo Horn mit seiner ersten Parade nach der Flanke draußen von Hermann war's. Aber guck mal, wie viel Platz wir haben im Mittelfeld. Wir haben auf jeden Fall genügend Gelegenheiten, wahrscheinlich im Laufe dieser Partie zu kontern. Oh, das ist ganz, ganz stark gespielt. Und das ist der Ausgleich. Stindl direkt mit dem Ausgleichstreffer. Vogelwild verteidigt, von mir natürlich auch, nicht nur von der KI. Ausgerechnet der X96er trifft gegen seinen größten Fan. Ganz fulminante Anfangsphase hier. Erst die Balleroberung und dann spielen die hier mehrfach Doppelpässe. Unglaublich gut gespielt. Horn ist dann chancenlos in der kurzen Ecke, beziehungsweise sieht auch nicht so perfekt aus, wenn man da mal schaut. Ja. Oh, und Lukaku. Warum klärt er den denn da? Stindl, was ist denn hier los? Der Junge ist ja richtig on fire. Dritter Torschuss nach 15 Minuten von Lars Stindl und seine zweite Bude. Unhaltbar für Timo Horn. Und nach unserem ersten Gegentor gegen Frankfurt, wo wir unsere Defensive noch so gut präsentiert hatten in den letzten Spielen. Okay, das war auch irgendwo wieder schwach von mir, aber kassieren wir hier direkt das nächste Tor. Und was für eins. Der haut den kompromisslos in den Winkel. Krank. Volland mit der Balleroberung im gegnerischen 16. Oh, warum Finesse? Ich habe nicht Finessi gedrückt, Junge. Einfach drauf das Ding. Lukaku! 2:2! 30. für 33. Minute und unser Belgier macht den Ausgleichstreffer. Schön freigespielt da von Kevin Volland, den ich eigentlich gar nicht reinstellen wollte, sondern den Dembélé spielen lassen wollte und Lukaku in die kurze Ecke. Da sieht Sommer wieder nicht so gut aus. Fällt da eher ein bisschen nach hinten als zur Seite, aber mich soll es nicht stören, denn somit sind wir wieder bei 0. Reus, kurz vor der Halbzeit, jetzt hier nochmal mit einem Versuch Lukaku, diesmal mit der Hereingabe, aber es müsste gleich Halbzeit sein. 4 Tore in der ersten Halbzeit hat man auch nicht so häufig, vor allem 2 Gegentore für uns ja ganz ungewöhnlich, mehr als wir bisher in der ganzen Saison oder doppelt so viele wie bisher in der ganzen Saison, aber Gladbach spielt das stark und wir müssen in der zweiten Halbzeit aufpassen und wollen trotzdem die 3 Punkte haben, also Attack, but play it safe. Ozan, Reus, Pfosten, oh Gott. Den musste dann aber auch machen. Ganz ehrlich, Marco Reus gegen seinen Ex-Verein. Aber guck mal, wie frei der da... Okay, jetzt nicht mehr. Ja, scheiße, das habe ich fast schon gespielt. Na, ganz ehrlich. Çalhanoğlu! Hakan macht's!
60. Minute. Das 3 zu 2. Balleroberung wieder in der gegnerischen Hälfte. Gladbach unaufmerksam. Und dann ist es Hakan Çalhanoğlu nach Vorlage von, ich weiß gar nicht wem. Ich glaube Lukaku, ja genau. Der sich einfach mal ein Herz nimmt und das Ding reinballert. Wieder keine Chance für Sommer. Beziehungsweise erstmals keine Chance für Sommer. Ganz starker Schuss. Und wieder die Führung. Perfekt im Knick. Also besser kannst du den nicht schießen. Schöner Einstand für Hakan nach seiner Startelf-Nominierung hier. So, Freunde und Freundinnen, wir wechseln doppelt. Hakan Çalhanoğlu geht nach seinem Debüttor hier mehr oder weniger raus. Und Marco Reus geht ebenfalls. Dafür kommen bei uns Stefan El-Sharawi und Moussa Dembélé. Und bei Gladbach kommt Hoffmann für Johnson. Und hier sehen wir noch das wunderschöne Tor. Ja, nochmal Konterpower bei uns. Oh, das ist so schön gespielt. Lukaku! 4 zu 2! 73. Minute! Gerade der Wechsel vollzogen, aber es war keiner von den beiden beteiligt, sondern wieder Kevin Volland, der ein ganz starkes Spiel macht. Er spielt Lukaku hier mit dem, ja, auf jeden Fall Castro, mit der direkten Voll, aber ja, Volland leitet ein und dann der Abschluss aus 16 Metern, da ist Sommer dann wieder chancenlos, perfekt in die Ecke. 4 zu 2, erstmal 2 Tore Führung. Das sollte doch jetzt alles relativ safe sein, oder? Wieder Castro auf Dembélé diesmal und der setzt sich da wunderbar durch. Usman Dembélé, warum sage ich immer Moussa Dembélé? Welchen Moussa Dembélé? Achso, ist ja klar, welchen. Oh. Ungarn führt. The fuck? Mann, Österreich! El-Sharawi legt den raus, die Flanke kommt und Stranzl wehrt den ab. Ja, Sommer mit dem Ausflug. Ja, Sommer bequemt sich dann irgendwie auch mal mit nach vorne und wir wechseln nochmal aus, um ein bisschen Zeit von der runterzunehmen und bringen nochmal Mahmoud Dahoud, den ehemaligen Gladbacher, hier in die Partie. Könnte aber nicht sehen, weil FIFA rumspackt, deswegen muss ich A drücken. Und dann ist auch Schluss. Wir gewinnen mit 4 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Zwischendurch sah es mal so aus, als ob wir das hier nicht schaffen würden, denn wir lagen ja hinten 2 zu 1. Aber Lukaku und Co., Lukaku mit 2 Toren, haben das dann geregelt für uns. Und dementsprechend gewinnen wir dieses Spiel und der Ausgleich für Österreich. Martin Hinteregger, ein Gladbacher, und es gibt das Tor nicht. Ach, das ist doch nicht wahr hier. Oh, ey, Karrieremodus aufnehmen, während man FIFA guckt. Während man EM guckt. Das ist echt unglaublich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist doch nicht gut, Karrieremodus mit Dragovic aufzunehmen, wenn der gleichzeitig spielen merkt. Gerade, weil der fliegt dann auch noch runter. Oh, Leute, ey. Ich hab auf Österreich gesetzt. Mann. Also auf doppelte Chance Österreich. Aber wir sind wieder Erster. Yay. Ach, Freunde, wir sind zu Gast bei Darmstadt mit Horn, Hüjai, Oxford, Bartra, Durm, Kagawa, Bender, Dembélé, Sharawi, Jeller und Lukaku. Das heißt, totale B-Elf. Die haben zuletzt verloren gegen Mainz, verloren gegen Bayer und unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Mal sehen, wie es hier laufen wird. Ich bin gerade ein bisschen geschockt hier von Österreich gegen Ungarn. Das ist echt, also, ich... Man trifft auch noch, schade. Ja, 8. Minute ist anscheinend unsere Zeit. Bartra trifft und Vrančić trifft. Wir kassieren jetzt auch gegen da. Jetzt fangen wir wirklich wieder an, Tore zu kassieren. Das wollen wir eigentlich ja nicht haben. Schon das 4. Gegentor jetzt im 7. Spiel, glaube ich. Der Radovic kommt für Hüjai rein und wir müssen langsam mal das 2-1 machen, Freunde. So geht das ja hier nicht. Niemeyer kommt für Gondorf. Ich meine, gut, wir simulieren auswärts, aber Lukaku ist ja da und trifft mal wieder. Nachdem ja auch schon, ich bin beeindruckt, Bartra hat getroffen. Ja, und damit gewinnen wir 2-1. Das ist natürlich schön und damit sind wir wieder weiter in einer Tabellenspitze. Ich denke mal jetzt auch vielleicht wieder ausgebaut im Vorsprung. Leute, das ist da drüben gerade echt spannender als der Karrieremodus. Hier muss ich ganz ehrlich sagen und ich nehme ihn trotzdem auf, weil ich euch Video-Content liefern möchte und sonst keine Zeit habe. Leute, es ist echt nicht cool jetzt, echt nicht cool. Oh Mann, es will nicht funktionieren. Bei Österreich und bei Ungarn sieht es auch nicht so schlecht aus. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Wir haben gerade geschont und jetzt haben wir dementsprechend die A11 mit Toprak dabei. Alter, ey. Österreich, Mann. Kann ja nicht wahr sein. Horn, Piszczek, Toprak, Mustafi, Rodriguez, Jakub, Castro, Volland, Reus, Çalhanoğlu und Lukaku spielen gegen Celtic, die gegen Chelsea 1-2 verloren haben. Wir haben ja gegen Saint-Étienne verloren, müssen dementsprechend jetzt dieses Spiel gewinnen. Mal sehen, wie das laufen wird. Wir spielen ja auswärts und das ist normalerweise kein gutes Indiz, denn, naja, wir kennen ja den Karrieremodus. Und Reus macht das 1-0, nachdem Zinchenko die gelbe Karte bekommt. Nehmen wir einfach mal, es war ein Freistoß. Ja, sagen wir mal, es war ein Freistoßtor von Marco Reus. Oh, und Roberts macht den Ausgleich. Und Reus macht das 2-1. Doppelpack von Marco. Nachdem Dragovic für Toprak gekommen ist. Wir müssen das jetzt aber auch halten, Freunde, beziehungsweise am besten ausbauen. Ausbauen wäre die sicherere Variante. Da würde ich mich mehr drüber freuen, aber reicht auch so. Wir gewinnen 2-1. Und wie sieht es das andere Spiel aus in der Gruppe? Das sehen wir hier nicht. Aber Anderlecht spielt 1-1 gegen Madrid. Alles klar. Und Man United nur 1-1 gegen Lyon.
Und dann war es das auch mit dieser Episode. Ihr seht es unten rechts, wir sind an der Spitze der Tabelle und beenden dementsprechend weiterhin als Tabellenführer diese Folge des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es waren ein paar reale Emotionen dabei zum Spiel von Österreich gegen Ungarn. Da könnt ihr sehen, weil ich das Video aufgenommen habe. Lukaku ist auch noch Top-Torjäger in der Liga bisher. Also es läuft richtig gut bei uns und genauso soll es weitergehen. Auch in der Champions League haben wir uns nach dem ersten niederschlagenden Ergebnis wieder gefangen. Und ich denke mal, dass es genauso weitergehen wird. Nächste Episode geht es dann unter anderem gegen den Chelsea Football Club. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, macht's gut, haut rein.